Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute reden wir mal über das Reden selbst, über unsere Sprache und ihr Einfluss auf unser Denken. Meine Hoffnung ist, dass wir am Ende auch besser verstehen werden, was uns Menschen zu Menschen macht. Schließlich ist der Mensch ja dasjenige Tier, das sprechen kann. Manche Exemplare können sogar sehr gut sprechen, etwa mein heutiger Gast. Philipp Hübel ist Juniorprofessor für Philosophie in Stuttgart und ein Experte, wenn es um unsere Sprache und um unser Denken geht. Herzlich willkommen, Herr Hübel. Hallo. Ja, ich habe Ihnen was mitgebracht zum Anfang. Eine Energy Milk. Ah ja, vielen Dank. Eine Beauty Colada und einen Glückstee. Sie dürfen sich was aussuchen. Ich habe ja eigentlich Wasser. Wenn ich jetzt mir was aussuchen muss, würde ich vielleicht den Tee nehmen. Den Glückstee? Ja. Ich habe Ihnen hier noch ein Pendant dazu, einen normalen Kräutertee. Hätten Sie den auch genommen? Ja, mir ist das relativ egal, was da draufsteht. Ich würde jetzt schauen, was da für ein Tee drin ist. Aber natürlich spielen diese ganzen Titel darauf an, dass wir Produkte oder überhaupt Dinge in der Welt gut sprachlich verpacken, um sie zu verkaufen. Und das merkt man im Konsum besonders deutlich. Also dieses Phänomen Framing, sprachliche Einrahmung, sprachliche Einpackung funktioniert gut, wenn die Wörter, die wir verwenden, irgendwie einen positiven Wallungswert haben. Also Glück ist positiv, Beauty, jeder möchte schön sein und Energie ist auch was Positives. Genau. Kann nicht schaden, wenn man das auf die Produkte draufschreibt. Und werden wir wirklich glücklicher, wenn wir den hier trinken, anstatt den hier? Ich glaube, der Hersteller wird glücklicher, weil mehr Leute das kaufen. Also man kann nachweisen, dass wenn Menschen nicht mit hoher Aufmerksamkeit und hoher Reflexion zum Beispiel einkaufen gehen, ein bisschen empfänglich sind für die Verpackung sowieso, also die physische Verpackung, aber auch für die sprachliche Verpackung und dass man sowas wie Glückstee, dass das Wort so ein bisschen einen in diese Richtung drängen kann. Man kann aber auch zeigen, dass wenn Menschen gründlich nachdenken oder eine Einkaufsliste haben und sagen, ich trinke nur Earl Grey Tee, dann kann man da so oft Glück drauf schreiben, wie man will, dann wird das jemand deshalb trotzdem nicht kaufen. Jetzt haben Sie schon einen Fachbegriff genannt, Framing. Können Sie noch mal kurz erklären, was das genau bedeutet? Framing heißt erstmal Einrahmung, sprachliche Verpackung. Und das ist erstmal die Beobachtung, dass wir einen Inhalt mit der einen oder anderen Weise sprachlich in ein Kleid einkleiden können, sozusagen. Und ein Beispiel, also wir kennen das alle aus dem Alltag, ist, wenn jemand, der Immobilienmakler möchte eine Wohnung verkaufen, das ist eigentlich eine verschimmelte Bruchbude und dann sagt er, das ist die Künstlerwohnung mit Shabby Chic. Mhm. Oder bei Kontaktanzeigen kennt man das ganz gut, da sagt dann jemand von sich selbst, er ist der freiheitsliebende Lebenskünstler und in Wirklichkeit ist er der beziehungsscheue Filou. Mhm. Man kann immer sozusagen mit den Worten das schön sozusagen in die eine oder andere Richtung drehen, obwohl der Inhalt immer derselbe bleibt. Also beim Glas zum Beispiel müsste ich noch ein bisschen trinken, dann könnte man sagen halb voll oder halb leer, aber eigentlich... Genau, das ist eine Frage der Perspektive und die Hoffnung ist beim Framing, beim Einrahmen, also solche Euphemismen, die ich gerade genannt habe, Beschönigung sind so das beste Beispiel. Die Hoffnung ist natürlich immer, dass man den anderen dazu immer ein bisschen eher dazu bringen kann, etwas positiv zu finden. Und ein Ort, wo das besonders gerne verwendet wird, ist natürlich die Politik, weil die Sprache der Politik muss ständig irgendwas gut verpacken. Deshalb sagen Politiker Solidaritätszuschlag zum Beispiel und sagen nicht Zwangsabgabe. Weil Solidarität positiv besetzt ist, Zwang ist negativ besetzt. Wir sagen humanitäre Intervention und nicht Angriffskrieg. Kann manchmal dasselbe sein, aber das Wort humanitäre Intervention klingt irgendwie positiver. Oder flexible Arbeitszeiten, davon ist oft die Rede. Man könnte auch sagen prekäre Angestellten-Situationen, Unsicherheit, unsichere Angestelltenverhältnisse, aber flexibel klingt dann irgendwie positiver. In der Schweiz haben wir das bei den Namen von politischen Initiativen zum Beispiel. Der heißt dann Masseneinwanderungsinitiative oder Abzockerinitiative und so weiter. Und die sind natürlich schon, da stecken schon Werte drin, würde ich mal sagen, oder bestimmte Einstellungen. Ja, genau, bei politisch-moralischen Debatten ist es besonders stark, dass es dann entweder negativ oder positiv geframed wird, also eingerahmt wird. Ne? Wenn man es positiv darstellen will, dann macht man irgendwas mit Freiheit. Und wenn man es negativ darstellen will, irgendein Phänomen, dann macht man es eher mit negativen Wörtern. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt und sich große Reden anschaut, sieht man auch, dass die Politiker sich schon immer die Macht der Worte gezielt zunutze gemacht haben. Wir alle haben sie im Ohr. Die Worte, die die Welt bewegt haben. I have a dream. Ich bin ein Violiner. Yes, we can.
Große Redner können etwas anstoßen, ihre Zuhörer mitreißen und zu Großem bewegen. Dummerweise bewegen Redner ihre Zuhörer auch dann, wenn sie ihnen Krieg bis zum Untergang versprechen. Ja, und auch der gegenwärtig mächtigste Mann der Welt, Donald Trump, verwendet die Sprache sehr effektiv. Er verwendet einfache Worte, konkrete Bilder und viele Wiederholungen. America first! America first! I am your voice! Build that wall! Build that wall! Build that wall! Build that wall! Ja, Herr Hübel, was macht denn die Sprache von Donald Trump so erfolgreich? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich die Sprache ist, die ihn da erfolgreich macht. Also die Linguisten würden sagen, oder Psychologen würden sagen, Wiederholung ist ein Mechanismus, um Sachen besonders zu betonen. Und man weiß aus Studien, dass Menschen, die einen sogenannten intuitiven Denkstil haben, also die für eher emotional, spontan denken und ihre Aufmerksamkeit nicht so stark anstrengen, im Gegensatz zu Leuten, die einen analytischen Denkstil haben und eher so wissenschaftlich denken, reflektiert denken. Also wer einen intuitiven Denkstil hat, ist für so Wiederholungen anfällig. Da gibt es den sogenannten Mere-Exposure-Effekt, also den Vertrautheitseffekt. Sachen, die man oft gehört hat, weil sie oft wiederholt wurden, klingen irgendwie für die Leute wahrer oder überzeugender. Nun ist es aber auch so, dass wenn man einmal seine Aufmerksamkeit einschaltet und merkt man sofort, wenn wir uns das anschauen, merkt man ja sofort, dass es irgendwie albern, ja, also Sachen siebenmal zu wiederholen. Also es funktioniert auch nur bei Leuten, die schon eine gewisse Voreinstellung haben, die apolitisch sowieso schon auf der Seite von Trump sind und dann auch noch nicht sich die Mühe machen, ein bisschen drüber nachzudenken. Aber natürlich, wenn das ein Teil der Wähler ist, kann man die damit ansprechen, indem man Dinge zum Beispiel wiederholt oder besonders einfach ausdrückt. Und gerade dieses konkrete Bild der Mauer, die gebaut werden soll zum Beispiel, das sagt etwa die deutsche Linguistin Elisabeth Wehling, sagt, das sind konkrete Bilder, eben gerade so Frames, die uns ins Gehirn, in den Kopf gesetzt werden, die dann unser Denken prägen. Und neben dem gibt es auch noch diese Emotionen, sagt sie. Also Trump spielt auf Angst, er spielt auf Aggression und auf Ekel. Warum ist der Ekel wichtig? Ja, das ist jetzt etwas, was sozusagen psychologisch mittlerweile ganz gut belegt ist. Man weiß, dass man, wenn man die, sagen wir mal, eher konservativen Neigungen in uns ansprechen will, muss man Menschen Bilder vorgeben, die irgendwas mit Ekel zu tun haben. Welche sprachliche Vermittlung man da findet, ist da eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Aber man weiß einfach, dass Menschen alle so eine Art Ekelmechanismus in sich haben. Ekel ist erstmal der Mechanismus, der uns vor Fremdkörpern schützt. Also wir ekeln uns vor verdorbenem Essen, vor Kadavern, vor Exkrementen. Aber wir können uns auch vor anderen Menschen ekeln. Und das ist stammesgeschichtlich in uns tief verankert. Wir überschreiben das in der modernen Kultur und versuchen, offene, multikulturelle Menschen zu sein. Aber es gibt diesen Hang, wenn man in uns das hervorruft, dass eine bestimmte Menschengruppe Abschaum ist, eklig ist, minderwertig, Ungeziefer. Also wenn man mit dieser Sprache arbeitet, kann man in Leuten eine Neigung hervorrufen, eine bestimmte Gruppe auch auszugrenzen. Aber nicht in allen gleich stark. Also ist das angeboren, dass bestimmte Leute eher sich genau, ekeln? Genau, also es ist sozusagen in allen erstmal diese Disposition da, aber gleichzeitig ist diese Disposition, wie Sie gerade gesagt haben, stark und schwach ausgeprägt. Also jemand, der ohnehin eine stärkere Ekeldisposition hat, ist auch viel empfänglicher für solche Sprachbilder. Jemand, der eher offen ist, was das betrifft und nicht so eine starke Ekeldisposition hat, ist weniger empfänglich. Und das ist gleichzeitig, das ist auch relativ gut untersucht, korreliert mit politischen Positionierungen. Also Leute, die sich eher im linksliberalen, progressiven Spektrum empfinden, haben eher ein schwaches Ekelempfinden, schwache Ekeldisposition. Menschen auf dem konservativ-rechten Spektrum eher eine stärkere. Das heißt, wenn man jetzt Politikberatung für einen Konservativen oder Rechten machen würde, müsste man ihm sagen oder ihr sagen, sprich den abgrenzenden Ekel in deinen Wählern an. Interessant. Ja, und Trump hat sich auch immer lustig gemacht über seine Konkurrenten, wie stark die schwitzen und so weiter. Genau, das ist ein Mechanismus, dass man den Gegner als
widerlich als eklig. Er hat gesagt, einer seiner politischen Gegner, dass der essen würde wie ein Schwein, andere schwitzen oder wie sie aussehen. Also das sind typische Mechanismen, die auch seit Jahrhunderten verwendet werden von Politikern, um die Gegensätze zu diffamieren. Kommen wir nochmal zurück von den Emotionen auf diese Bilder, die in unsere Köpfe gepflanzt werden. Und die Elisabeth Wehling ist Schülerin von George Lakoff. Und der vertritt die ziemlich radikale These, dass unser ganzes Denken von Metaphern und Sprachbildern durchdrungen ist. Können Sie vielleicht mal ein Beispiel geben? Was meint er damit und stimmt diese These? Ja. Also Lakoff hat die Beobachtung gemacht, dass wir, erstmal verwenden wir viele Metaphern im Alltag. Wir sagen sowas wie Achill ist ein Löwe oder mein Nachbar ist ein Fuchs. Ja, wir verwenden so Alltagsmetaphern. Und Lakoff sagt, das ist aber nur ein Spezialfall, diese Sprachmetaphern, von einem viel allgemeineren Phänomen. Und er sagt, unser ganzes Denken ist metaphorisch strukturiert. Er nennt das kognitive Metaphern. Er sagt, wenn wir über ein bestimmtes Thema nachdenken, das vor allem das abstrakt ist, verwenden wir immer sehr, sehr konkrete Bilder. Ein Beispiel, das er gibt, ist, wenn wir über die Zeit nachdenken. Die Zeit ist etwas nicht Greifbares, Abstraktes, verwenden wir sehr oft Raumbegriffe. Der Raum, den können wir physisch erfahren, in dem sind wir drin. Wir können Dinge im Raum anfassen, uns im Raum hin und her bewegen. Und deshalb reden wir über die Zeit in Raumbegriffen. Wir sagen, es gibt Zeiträume, Weihnachten kommt auf uns zu, Ostern liegt hinter uns. Ich gehe einen bestimmten Weg, ich habe ein Ziel vor Augen. Also wir verwenden für zeitliche Dimensionen verwenden wir oft Raumbegriffe. Und jetzt sagt Lakoff, starke These, wir können über Zeit gar nicht anders nachdenken, als indem wir Raumbegriffe verwenden. Mhm. Oder wenn wir über Partnerschaft nachdenken, verwenden wir oft Begriffe, die irgendetwas mit Reise zu tun haben. Also man geht einen Weg gemeinsam. Es kennt das immer so von so Hochzeitsreden, da tauchen die Metaphern dann immer sehr stark auf. Ja? Wir erreichen zusammen ein Ziel, wir haben uns gefunden, um einen Weg zu bestreiten. Wir gehen jetzt getrennter Wege, sagen wir auch. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe dich verloren oder du hast da irgendeine Abzweigung genommen und so weiter. Also diese Metaphern sind sehr produktiv und sind in vielen Sprachen vorhanden. Aber Sie würden bestreiten, dass wir diese Metaphern brauchen. Also Sie würden sagen, man kann das auch anders sagen. Es ist nicht zwingend. Genau, und Sie strukturieren nicht unser Denken. Also der Lakoff hat etwas wirklich Spannendes gefunden, eine neue Entdeckung gemacht, hat dann aber aus Marketinggründen und Selbstdarstellungsgründen hat diese These viel größer jetzt aufgebläht und wollte jetzt eine ganz große Entdeckung draus machen. Es gibt einfach sehr viele Gegenbeispiele. Ein einfaches Gegenbeispiel ist, wenn ich sage, meine Tante ist Ärztin. Vollkommen unmetaphorisch. Also es gibt ganz viele Sätze, die wir äußern, wo überhaupt keine Metapher drin ist. Das ist das Erste. Dann gibt es Entdeckungen, die zeigen, dass Menschen zum Beispiel Raumbegriffe verlieren können und trotzdem noch über die Zeit reden können. Also es gibt Leute, die haben Störungen, die können sich mal räumlich nicht mehr orientieren, können auch mal räumlich, können nicht mehr sowas sagen wie, wir treffen uns morgen am Strand, können sie nicht mehr sagen, aber die können immer noch sagen, wir treffen uns am 3. Mai. Und dieses Verorten der Zeit funktioniert, ohne dass das eigentliche Verorten, das räumliche Verorten möglich ist. Lakoff würde sagen, ich kann nur die Zeit verstehen, wenn ich mich auch räumlich verorte. Mhm, das sind so zwei Beispiele, um zu zeigen, dass das eigentlich sehr übertrieben ist. Mhm. Ich meine, wenn wir die heutigen gesellschaftlichen Debatten angucken, dann spielt Sprache ja in ganz verschiedenen Hinsichten eine wichtige Rolle. Es wird darüber diskutiert, was überhaupt noch gesagt werden darf und was nicht mehr gesagt werden darf. Und der Begriff der Political Correctness ist dabei ganz zentral. Politische Korrektheit. Eine Formulierung, die im Amerika der 90er Jahre geprägt wurde. Als Kampfbegriff der konservativen Rechten gegen die liberale Linke, wie der Politgeograf Michael Herrmann weiß. Der Begriff ist negativ besetzt, aber er geht natürlich auf ein Phänomen zurück, das ja zuerst positiv war. Also man wollte eigentlich mit einer anderen Sprachregelung versuchen, diskriminierte Minderheiten besser einzubeziehen. Weshalb Begriffe wie Neger seither auf der schwarzen Liste sind. Andere Bevölkerungsgruppen, wie Frauen etwa, erhalten zumindest sprachlich mehr Aufmerksamkeit. Es war eigentlich eine Art Ansinnen, das durchaus eine hehre Absicht war, die man auch versucht hat, eben der Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft gerecht zu werden. PC, Political Correctness, spaltet seither die USA. Die einen wollen Minderheitenschutz um jeden Preis, auch wenn er bizarre Blüten treibt. Die anderen sehen darin ein Redeverbot, das die öffentliche Meinung und die politische Debatte lähmt.
Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dermaßen politisch korrekt zu sein. Treiben wir es zu weit mit der Political Correctness? Es kommt darauf an, muss man im Einzelfall entscheiden. Also erstmal ist die Beobachtung richtig, das ist eine große Stellvertreterdebatte. Die politische Korrektheit von der, sagen wir mal, linken, progressiven Seite ist eigentlich, da ist die Idee eigentlich, es geht um Minderheitenschutz. Mhm. Es geht darum, dass Menschen durch Worte nicht diffamiert werden oder beleidigt werden. Das ist dann auch wieder Framing, umgeframed worden, umformatiert worden von der eher konservativen und rechten Seite als etwas, als ein Eingriff in die Freiheit. Die einen haben gesagt, uns ist Mitgefühl, Fürsorge für die Schwachen wichtig, deshalb wollen wir die Sprache ändern. Die anderen haben gesagt, nein, das ist aber eigentlich ein Eingriff in meine Freiheit. Ich darf jetzt gar nicht mehr sagen, was ich sagen will. In die Redefreiheit. In die Redefreiheit. Also so wird das gegeneinander ausgespielt. Und ich glaube, man kann das nicht grundsätzlich entscheiden, ob das zu viel oder zu wenig ist, sondern man muss sich jeden Einzelfall anschauen, weil es einfach, das weiß man, Wörter gibt, die eindeutig negativ besetzt sind. Ja, also Zigeuner oder, haben wir ja gerade gesagt, Neger, das sind Wörter, die kann man nicht mehr sagen, ohne die diffamierend zu verwenden. Da kann keiner sich rausreden und sagen, ich meine das aber neutral, mhm. weil das eindeutig so stark in unserer Gesellschaft negativ konnotiert ist. Ja, wird mittlerweile auch in Deutschland zum Beispiel strafrechtlich verfolgt, wenn man jemanden so bezeichnet. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich jetzt diesen, sagen wir mal, eher im linken progressiven Spektrum, einen neuen Diskurs, dass Leute überall sozusagen Beeinträchtigungen oder Diffamierung wittern, wo vielleicht gar nichts da ist. Also es gibt so eine Art Übersensibilisierung, gerade im amerikanischen Diskurs, das gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Und ein Beispiel, das ich da immer nenne, ist Flüchtling. Also es gibt jetzt einige, die sagen, Flüchtling ist irgendwie als Wort schon negativ. Die sagen, das sollte man jetzt ersetzen durch Geflüchteter. Und ich glaube, die Idee ist... Darf ich kurz nachfragen, warum ist Flüchtling negativ? Und ich glaube, die Idee ist dahinter, dass das Ling irgendwas Negatives hat, weil wir sowas kennen wie Günstling oder Schönling. Also in einigen Bildungen des Deutschen ist das Suffix, die Endung Ling, negativ. Wir kennen Schädling. Aber, oder Schädling, so. Genau. Wir kennen aber viele andere Wörter wie Liebling, Schmetterling, Säugling, Pfifferling, Findling, Engerling und so weiter, wo das Ling eine neutrale oder vielleicht sogar eine positive Bedeutung hat. Aber natürlich ist es so, das ist das Interessante daran, wenn genug Leute eine negative Assoziation haben bei Ling, selbst wenn es de facto von der deutschen Sprache gar nicht so vorgegeben ist, können irgendwann die anderen, die das neutral verwenden, auch nicht mehr neutral sein. Das ist einfach eine spieltheoretische Selbstverstärkung. Sie müssen dann irgendwann mitziehen. Und dann entsteht so eine Art Spirale, das ist auch relativ gut linguistisch untersucht, nennt man Euphemismus-Tretmühle, so eine PC-Spirale. Dann fängt man an, einen Begriff, der erst neutral war, ein Beispiel, was da immer genannt wird, ist Krüppel. Also für jemanden, der Mensch mit Behinderung, hat man erst neutral Krüppel gesagt, dann wurde das schnell negativ. Entweder es wurde wirklich negativ verwendet als Schimpfwort oder die Leute haben daraus Negatives rausgehört. Dann muss das ersetzt werden durch ein neues Wort. Dann sagt man behindert. Schnell wird aber behindert auch als abfällige Bezeichnung verwendet von einigen Leuten. Also muss es wiederum ersetzt werden, Mensch mit Behinderung oder Mensch mit Herausforderungen. Ja. Und die Beobachtung ist einfach die, dass das eine Sprachkosmetik bleibt, solange die Einstellung, die dahinter liegt, sich nicht ändert. Und daran sieht man, dass es eigentlich nicht an dem Wort hängt, sondern an der Einstellung, an der herabwürdigenden Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung. Solange die da ist, wird das immer wieder als Schimpfwort, egal was man da einsetzt, verwendet werden. Negative Konnotation. Die trägt sich dann weiter. Genau. Und was macht man dagegen? Das kann nur dann weggehen, wenn sich, wie gesagt, die Einstellungen ändern. Was erstmal zeigt, dass es sprachwissenschaftlich nicht das Wort selber ist, was das Negative trägt, sondern die Einstellung, die dahinter steht. Und das heißt, man muss an den Einstellungen arbeiten. Aber man kann natürlich jetzt auch nicht sagen, ich habe die richtige Einstellung, also verwende ich das Wort einfach mal. Weil dann, man ist nicht der Herr über die Verwendungsweise der Worte in der eigenen Sprache und muss sich dann auch ein bisschen der Mehrheit beugen. Würden Sie das auch bei der geschlechtergerechten Sprache sagen? Also wenn, dass man die weibliche Form nimmt oder das Binnen-I oder all diese verschiedenen Varianten, die es gibt. Ist das alles nur Kosmetik aus Ihrer Sicht? Oder? Ja, das hat zwei Aspekte. Also es ist natürlich jetzt auch erstmal ein, sagen wir mal, normativ-moralisch wichtiges Programm, weil es erstmal sagt, wir wollen Gleichstellung, wir wollen, dass jetzt Frauen nicht irgendwie benachteiligt sind. Das ist die Grundidee dahinter. Ich halte es aber wissenschaftlich oft für fragwürdig, weil die Grundidee dahinter ist die, dass man an der generischen Form angeblich gleich an einen Mann denkt. Also wenn man jetzt sowas hört wie Direktor oder Student, dann denken so die These, die Menschen eher an einen Mann und deshalb muss man sagen Studentin oder Student, Studentin, Studierende oder Direktor, Direktorin. Mhm. Und wenn das so wäre,
wenn das wirklich sozusagen erstmal eine Tatsache wäre, dass diese Assoziation besteht, das ist ja die starke empirische These, dann müsste es zum Beispiel so sein, dass in Sprachen, die keinen Genusunterschied haben wie das Englische, ne, da sagt man President oder Boss, ohne dass klar ist, ob das maskulin oder feminin ist, müsste es ja dann schwächer sein. Also wenn dieser Effekt von der Sprache selber käme. Oder umgekehrt, wenn man sowas sagt wie, stell dir mal vor, da ist eine Lichtgestalt des Fußballs, eine Koryphäe in der Festkörperphysik, eine Person, die mit dem Flugzeug zum Meeting in Frankfurt fliegt und da im Aufsichtsrat mit den Banking-Leuten sich trifft. Bei all diesen Beispielen sind feminine Nomen, Koryphäe, Lichtgestalt, Person im Spiel. Aber wir denken oft sofort an einen Mann. Wir denken nicht an den Mann, weil das Wort uns das suggeriert, weil das Wort ist feminin, sondern wir denken an den Mann, weil wir bestimmte Rollenstereotype haben, die gar nicht direkt was mit der Sprache zu tun haben. Die äußern sich vielleicht später mal in der Sprache, aber die Rollenstereotype, die kommen, die fangen im Kindergarten an, das sind Zuschreibungen, die wir machen. Und wie gesagt, diese Idee, dass das durch die Sprache käme, ist in meinen Augen so ein bisschen Sprachmystik. Die bürdet der, oder sagen wir mal so, die mutet der Sprache zu viel Macht zu, die sie gar nicht hat und übersieht, dass es eigentlich Rollenvorstellungen sind, die wir haben. Interessant. Jetzt wollen wir noch ein bisschen philosophisch werden und über Sprache und Bedeutung ein bisschen anders nachdenken, weil Bedeutung ist wirklich ein philosophisches Rätsel. Das ist, also die Worte kann man ja sehen und hören, aber die Bedeutung selbst ist etwas, das man kaum fassen kann, etwas Unsichtbares. Und es gibt eine wunderschöne Kindergeschichte vom Schweizer Autor Peter Bixl, wo er einen alten Mann beschreibt, dessen Leben sehr monoton ist und er will was ändern. Und eines Tages fängt er an, den Dingen andere Namen zu geben. Also er sagt zum Beispiel dem Bett plötzlich Bild und dem Stuhl sagt er Wecker. Und mit der Zeit ändert er sein ganzes Vokabular. Am Ende jedoch endet er einsam und unglücklich. Zwar ist es lustig für ihn, jetzt unsere Sprache zuzuhören, weil er die nicht mehr versteht, aber andere verstehen ihn auch nicht mehr. Und ich frage mich, wie kommen eigentlich Bedeutungen zustande und wer bestimmt eigentlich, was so ein Wort wie Tisch bedeutet? Ja, das ist eine ganz große philosophische Frage. Die Theorie, mit der Peter Bixl da spielt, wird manchmal scherzhaft Humpty Dumpty-Theorie genannt, weil Humpty Dumpty bei Alice im Wunderland das auch so ungefähr sagt. Er sagt, was meine Worte bedeuten, das bestimme immer noch ich. So die Vorstellung, ich könnte selber festlegen, was ich mit meinen Worten bezeichnen möchte. Mhm. Und das ist erstmal naiv, weil, wie gesagt, man wird A, nicht mehr verstanden und man könnte auch eine Sprache so gar nicht lernen. Sprache ist im weiten Sinne ein soziales Phänomen. Wir lernen Sprache in einer Sprachgemeinschaft von Sprechern, die Sprache auch sprechen, das Deutsche, und lernen es über gemeinschaftlichen Umgang mit den Worten. Das ist erstmal das Erste. Dann gibt es aber jetzt in der Sprachtheorie zwei große Lager, die sich streiten bis heute, die sich fragen, was ist jetzt sozusagen der Kern, wie kann ich die Sprache erklären? Das eine Lager sagt, Sprache ist so etwas wie ein abstraktes System von Zeichen einer großen Gemeinschaft, an der wir alle teilnehmen. Das ist vielleicht so eine Vorstellung, die zum Beispiel Wittgenstein hatte. Und man muss sozusagen die Regeln kennen, nach denen Worte verwendet werden? Genau, das ist also sozusagen eine Sprachgemeinschaft, die nach bestimmten Regeln in einer großen Lebensform eingebettet ist. Und das Gegenmodell, das sich jetzt so rausgebildet hat, eher, sagen wir mal, in der kognitiven Psychologie, durch Noam Chomsky, einem der wichtigsten oder dem wichtigsten Sprachwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, ist diese Vorstellung, dass Sprache, dass man die dann am besten verstehen kann, wenn man sich anschaut, wie ist unser Geist, heute würde man vielleicht auch sagen, unser Gehirn strukturiert und wie sind Wörter oder auch solche Regeln, grammatischen Regeln, Wörter und Begriffe in unserem Kopf abgespeichert. Mhm. Und Chomsky sagt ja, soweit ich weiß, auch, dass unsere Grammatik oder ein Teil davon angeboren ist, dass Sprache etwas wie ein Instinkt ist, wie Steven Pinker sagt, der amerikanische Psychologe. Genau, damit ist Chomsky berühmt geworden. Er hat eine Dissertation geschrieben mit 29 Jahren und hat daraus ein Kapitel als Buch veröffentlicht und hat die gesamte Linguistik revolutioniert. Eigentlich kann man sagen, auch die gesamte Psychologie. Und hat mit einer sehr, eigentlich sehr naheliegenden These, auf die aber keiner so richtig gekommen ist. Und er hat gesagt, Sprache ist angeboren. Das ist, muss man sich vorstellen, wie so ein Organ im Kopf. Wie wir mit einem Herz und einer Lunge geboren werden, werden wir sozusagen mit einem Sprachorgan geboren. Das führt nicht automatisch dazu, dass wir eine Sprache lernen. Genauso, wie man sagen kann, Wachstum ist angeboren, aber es führt nicht automatisch dazu, dass wir wachsen. Also angeboren heißt nicht, es tritt sofort irgendwas ein, sondern es heißt einfach nur, es gibt eine starke Voreinstellung, die braucht einen Input,
Wir müssen essen, um zu wachsen. Und wir müssen Sprachdaten bekommen, damit dieses Sprachmodul gefüllt wird. Aber seine Beobachtung war, alle Sprachen auf der ganzen Welt haben dieselbe Grundstruktur. Und dieser Apparat, diese Maschinerie in unserem Kopf wartet sozusagen nur auf den einzelnen Input, ob das jetzt Chinesisch, Ungarisch oder Deutsch ist. Und dann lernen die Kinder die Sprache. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 18 Monate, die lernt gerade die Sprache. Sie kann erst einzelne Wörter sagen. Mit der Zeit kommen dann irgendwann mal Sätze. Ich habe mich gefragt, zum Beispiel so ein Satz wie gestern war Samstag. Ja. Den kann sie nicht sagen, den wird sie auch noch länger nicht sagen können. Liegt das daran, dass sie den nicht denken kann? Und wenn ja, wie kann man so einen Satz wie gestern ist Samstag denken ohne Sprache? Also was kommt da zuerst? Ja, das ist ganz schwer zu lösen, weil unsere Sprachfähigkeit, also Chomsky hat jetzt die Grammatik untersucht, also die Frage, wie Sätze strukturiert sind. Und das ist natürlich nicht alles, was unsere Sprachfähigkeit ausmacht. Wir müssen Wörter haben, wir müssen irgendwelche Regeln haben, wie wir die zusammensetzen. Also wenn ich 5000 Wörter des Chinesischen kenne, kann ich noch kein Chinesisch sprechen, weil ich noch nicht weiß, wie ich die zusammensetze zu ganzen Sätzen, sodass ich was äußern kann. Also ich brauche Struktur, Grammatik, ich brauche die Wörter. Aber auch das reicht noch nicht aus, um eine Sprache zu verstehen, denn ich muss ja auch Wissen über die Welt haben. Also das heißt, wenn ich Zeitbegriffe lerne, muss ich auch ein Verständnis dafür haben, wie die Zeit abläuft. Und das geht erst ab einem bestimmten Alter. Also bestimmte Zeitbegriffe lernen Kinder relativ spät. Da müssen andere kognitive Fähigkeiten sich entwickelt haben. Lustigerweise sagen Kinder ja manchmal Sachen, die sie noch nicht wissen können. Also die Nichte meiner Freundin hat irgendwann mal gesagt, auch so mit so 3,5 Jahren, ich fühle mich wie neu geboren. Ja, da lacht man dann drüber, weil das irgendwie nicht sein kann, dass sie weiß, was sie damit meint. Weil Kinder natürlich, das ist auch das, was Chomsky beobachtet hat, ganz automatisiert alles in sich aufsaugen und verarbeiten, ohne dass sie erstmal besonders darüber nachdenken müssen. Also dieses Phänomen, dass man mühelos automatisiert die Wörter in sich aufsaugt und im Gegensatz zu anderen Fällen das auch sehr, sehr schnell lernen. Ne? Wenn man zum Vergleich sehen, wie haben wir Mathematik gelernt? Das war anstrengend, hat Tränen und Schweiß gekostet. Es hat ganz viele Jahre gedauert, es war mühsam. Sprache haben wir alle gelernt ohne diese Anstrengung, ohne dass wir belohnt wurden. Es hat einfach so funktioniert. Und das ist auch ein starker Indikator für diese Angeborenheitsthese. Mhm. Gibt es denn ein Denken ohne Sprache? Ja, da muss man immer diese philosophisch oder sagen wir mal diese unbefriedigende Antwort geben. Aus philosophischer Sicht kommt drauf an. Kommt darauf an, was man mit Denken meint. Meint man mit Denken so etwas wie Schlussfolgern, das, was wir als Planen, Schlussfolgern, Reflexion, dann würde ich sagen, dafür braucht man eine Struktur, eine selbst wiederum strukturierte Denkfähigkeit. Ja, das wird manchmal die Sprache des Denkens genannt, mentalesisch, nennt das Jerry Fodor. Mentalesisch sozusagen, das ist die Struktur, die wir alle haben, wenn wir nachdenken. Es gibt eine schwächere Lesart von Denken, so was man so sagt, was so in meinem Kopf jetzt gerade vor sich geht. Und das können ja Tagträume, Fantasien sein, Bilder, Wahrnehmungen. Und dazu braucht man nicht unbedingt eine Sprache. Also für Dinge, die jetzt keine einzelnen Denkschritte sind. Insofern könnte man sagen, Tiere können auch denken im Sinne von, dass sie sicherlich auch Eindrücke haben oder irgendwelche Bilder oder Vorstellungen kann sein. Aber denken im Sinne von Schlussfolgern, von Allgemeinen zum Beispiel zum Besonderen kommen, worauf wir Menschen besonders stolz sind, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen darüber reden, was es denn braucht, um eine andere Person zu verstehen. Ob es da reicht, dass wir dieselbe Sprache sprechen, ob wir dieselben Erfahrungen gemacht haben müssen. Und wir haben von der Sternstunde Philosophie aus zusammen mit SRF Kultur kleine Animationsvideos erstellt, die heißen Philosophics, und eines davon heißt Gavagai und widmet sich genau diesem Problem, ob wir jemals sicher sein können, eine andere Person zu verstehen. Stell dir vor, du bist Sprachforscherin, spezialisiert auf fremde Sprachen. Seit Tagen bist du unterwegs im Urwald. Endlich triffst du auf den gesuchten Volksstamm, dessen Sprache du erforschen willst. Du baust dein Lager etwas abseits auf mit Kamera und Richtmikrofon, beobachtest das Geschehen, hörst aufmerksam zu. Du verstehst nur Bahnhof. Dann aber passiert etwas Interessantes. Gavagai! Sofort notierst du in dein Notizbuch Gavagai gleich Hase. Doch dann, nach einigem Überlegen, kommen dir Zweifel. Könnte der Mann mit Gavagai nicht auch unser Abendessen gemeint haben?
oder auf zur Jagd oder heute gibt's ein Gewitter. Du kommst zu dem Schluss, Gawagai könnte alles Mögliche bedeuten. Hasenfuß vielleicht. Auch Affe wäre möglich, angenommen, der Mann sieht schlecht. Die Zweifel daran, dass du richtig verstehst, was gemeint ist, häufen sich. Da kommt dir eine Idee. Schnell zeichnest du einen Hasen, kommst aus deinem Versteck hervor und gehst auf den Mann zu. Du zeigst ihm deine Hasenzeichnung und fragst, Gawagai? Er wedelt mit den Armen. Was hat das nun wieder zu bedeuten? Ja oder nein? Ratlos kehrst du zu deinem Unterschlupf zurück. Ist das zu Hause mit der eigenen Sprache nicht auch so? Verstehen wir uns da immer? Woher wissen wir eigentlich, was andere meinen, wenn sie Hase sagen? Können wir jemals mit Sicherheit wissen, was andere mit ihren Worten meinen? Ja, eine missliche Situation. Wie kommen wir da raus? Also das ist ja ein Gedankenexperiment, das Willard Van Orman Quine, amerikanischer Philosoph, sich ausgedacht hat. Und das hat zwei Komponenten. Man kann das sozusagen kognitiv verstehen und erkenntnistheoretisch. Wenn man es kognitiv versteht, sagt man erstmal, was muss ich überhaupt für Fähigkeiten haben, um jemand anders zu verstehen. Und er hat sich so ein radikales Beispiel ausgedacht von einer fremden Sprache. Aber man kann das eigentlich oft, sagt er auch selber, auf die eigene Muttersprache anwenden. Weil alles, was ich habe, sind die Worte eines anderen. Und ich muss ja immer davon ausgehen, dass er mit den Worten irgendetwas meint. Jetzt, wenn ich die Sprache auch gelernt habe, habe ich die Hintergrundannahme, der meint ungefähr dasselbe mit seinen Worten, wie ich mit meinen. Aber im Prinzip sind das auch nur Hypothesen, die ich habe über den Sprachgebrauch des anderen. Und Quines Idee war, wenn ich die Worte für Ja und Nein, könnte man auch philosophisch sagen, für wahr und falsch einmal rausgefunden habe, dann kann ich gut testen, ob das, was er über die Welt denkt, dasselbe ist wie ich. Weil ich kann immer fragen und wenn er Ja sagt, hat er offenbar dieselbe Auffassung, wenn er Nein sagt, hat er offenbar eine andere. Jetzt kann man es natürlich auch noch erkenntnistheoretisch machen und kann sagen, naja, drehen wir das doch mal ein bisschen weiter. Könnte es nicht sein, dass der immer irgendwas sagt, was ich für Ja und Nein halte und auch diese Worte verwendet, aber tatsächlich redet er immer ein bisschen über was anderes. Mhm. Ja, wir haben den Eindruck, wir verstehen uns, obwohl wir aneinander vielleicht vorbeireden. Und er hat das so dargestellt, dass man sagen könnte, wir könnten jetzt zwei Forscher in diesen Dschungel schicken, unabhängig zu verschiedenen Zeiten. Die haben dann beide so perfekte Übersetzungshandbücher gebaut für die Sprache. Also haben sozusagen eine Interpretationstheorie in einer Buchform. Von Gawagai und allen möglichen Allen Wörtern, die gesagt haben. Und plötzlich vergleichen wir die Bücher und sehen, die sind inkompatibel, war seine These. Ich glaube, dass diese erkenntnistheoretische These, die ist, ja, kann man sich drüber streiten, wenn man eine Erkenntnistheorie mag in dieser Art und Skeptizismus mag. Ich halte die für nicht so plausibel. Aber man kann es, wie gesagt, auch kognitiv lesen. Und dann muss man sich klar machen, eine Sprache verstehen heißt nicht nur die Worte den Dingen zuzuordnen, sondern man muss auch den Menschen, die man interpretiert, bestimmte Überzeugungen über die Welt zuordnen. Man muss sie eigentlich sich vorstellen, dass es Wesen sind, die ungefähr dieselben Überzeugungen über die ihre Umwelt haben, die wir auch haben. Und das ist etwas, was sein Schüler Donald Davidson, auch ein sehr, sehr einflussreicher Sprachphilosoph, Amerikaner, dann in eine ganze Interpretationstheorie ausgebaut hat. Also es braucht Wohlwollen oder ein Prinzip des Wohlwollens und ohne das kommt man irgendwie nicht wirklich. Genau, so hat er es dann auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, wir müssen eigentlich den anderen immer erstmal als rationales Wesen sehen, dass er ungefähr konsistente Überzeugung hat von der Welt. Ne? Also ich muss von Ihnen jetzt annehmen, dass Sie, wenn Sie da hinkommen, auch da Bücher sehen und das auch als Bücher, die auch als Bücher anerkennen und wissen, dass das da Buchstaben sind, die da draufstehen und ganz viele andere Überzeugungen. Das mache ich nicht bewusst, aber das muss ich sozusagen dauernd unterstellen, sonst könnten wir gar nicht darüber reden, ob das eine Buch besser ist als das andere zum Beispiel. Und wenn man mit fremden Sprachen und Kulturen in Kontakt kommt, dann gibt es oft Schwierigkeiten bei der Übersetzung, weil bestimmte Worte bei uns nicht mit einem Wort übersetzbar sind und so weiter. Und man hat manchmal den Eindruck, dass in unterschiedlichen Sprachen auch unterschiedliche Weltbilder oder Mentalitäten zum Ausdruck kommen. Und darüber möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen sprechen, inwiefern denn die Sprache unser Denken prägt. Und der berühmte deutsche Philosoph und Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt hat im 19. Jahrhundert die These aufgestellt, dass in jeder Sprache eine eigentümliche Weltansicht liegt. Was halten Sie von dieser These? Ja, die Sprache ist das bildende Organ der Gedanken, sagt Humboldt. Und hat so diese Vorstellung gehabt, die Einzelsprachen prägen das Denken der Menschen. Diese These ist berühmt geworden als Sapir-Whorf-These, auch genannt linguistische Relativitätsthese. Klingt etwas sperrig, sagt eigentlich nur,
dass irgendwie die Sprache unser Denken festlegt. Mhm. Die Gegenthese würde sagen, nee, wir können denken, das ist unabhängig davon, welche Einzelsprache wir sprechen, und können das in den verschiedenen Einzelsprachen ausdrücken. Das ist die Unabhängigkeitsthese. Und die Humboldtsche These und die Relativitätsthese sagt, nein, die Sprache ist das Medium der Gedanken. Also die Gedanken sind sozusagen schon sprachlich verfasst. Und dann kann man sehr schnell sagen, wenn die Sprachen sich sehr stark unterscheiden, müssen die Gedanken auch ganz anders sein. Und das Beispiel, was dafür immer gegeben wird, ist gleichzeitig der größte Mythos in der Sprachwissenschaft. Das ist nämlich, das kennt man auch aus dem Alltag, ist diese Vorstellung, die Eskimos hätten sehr viele Schneewörter und würden deshalb Schnee, also könnten über Schnee anders nachdenken, indem sie könnten Schnee besser wahrnehmen. Das ist viel differenzierter zum Beispiel. Differenzierter, genau. Und das ist in die Welt gesetzt worden von einem deutschen Anthropologen, Franz Boas. Der hat erstmal eine Untersuchung gemacht bei den indigenen Völkern da im Polarkreis und hat herausgefunden, in bestimmten Eskimo-Sprachen gibt es vier Fälle, um verschiedene Schneearten auszudrücken. Und dann hat der Worf, das war so ein, eigentlich eher so eine Art Hobby-Sprachwissenschaftler, der hat eine ganz starke These, hat gesagt, die haben viele Wörter für Schnee, und dann haben mehrere Autoren, wurden das immer mehr, und irgendwann haben gesagt, es gibt hunderte Wörter für Schnee in diesen Sprachen. Tatsächlich gibt es nur vier. Und wenn man es vergleicht mit dem Deutschen, im Deutschen gibt es auch ganz viele Schneewörter: Harsch, Firn, Graupel, Schlosse, Matschschnee, Sulzschnee, Neuschnee. Und wenn man Skifahrer fragt, haben die nochmal 10 andere. Es ist unglaublich leicht, neue Wörter rauszufinden. Und es gibt überhaupt keine Korrelation zwischen der Vielfalt der Wörter und der Fähigkeit, etwas zu unterscheiden. Also das war einfach ein ganz großer Mythos. Und aber diese Art von Gedanken stecken hinter dieser These, dass irgendwie die Strukturen, die Wörter oder irgendwas der Einzelsprache unser Denken beeinflusst. Aber es gibt ja schon auch Indizien für diese These. Also etwa Experimente, die gemacht wurden mit Farben zum Beispiel, dass bestimmte, in bestimmten Sprachen, ich glaube im Russischen oder im Griechischen, gibt es zwei Wörter für blau, so wie dunkel und hellblau. Und die können dann auch ein bisschen schneller und besser unterscheiden zwischen diesen Farbeindrücken. Ja. Oder es gibt etwa das Beispiel, das Guy Deutscher, ein israelischer Linguist, nennt, vom grammatischen Geschlecht, dass das sozusagen unsere Assoziation bestimmt. Das heißt, im Spanischen heißt die Brücke heißt El Puente. Ja. Also eigentlich männlich geprägt, und bei uns die Brücke weiblich. Und die Assoziationen im Spanischen sind eher so ein bisschen männlich. Also eine Brücke ist stark, und bei uns ist sie eher grazil und so weiter. Oder bei den Aborigines hat man Untersuchungen gemacht, die denken überraschenderweise nicht in links und rechts, sondern in nördlich und südlich. Ja. Und egal, wo sie stehen, ob sie die Sonne sehen oder nicht, können immer unterscheiden zwischen, wo sie gerade stehen, ob sie nach Norden gucken oder nach Süden. Das heißt, es scheint schon solche Indizien zu geben, dass die Sprache das Denken prägt. Auf den ersten Blick ja. Und es gibt die sogenannten Neo-Worfianer, also diese alte These, die eigentlich erkenntnistheoretisch schnell vom Tisch gewischt wurde, sozusagen neu beleben wollen. Die sagen jetzt nicht mehr sowas wie, die Sprache bestimmt oder determiniert unser Denken, unser Weltbild, aber sie hat einen Einfluss darauf, ein bisschen schwächere These. Und die Beispiele, die Guy Deutscher nennt, sind alle sehr spannend. Wenn man sich die genauer anguckt, merkt man oft, dass die gar nicht immer was mit der Sprache zu tun haben. Ich mache mal dieses Beispiel mit den Aborigines. Das sind die Gugu-Yimidir, das ist im Hopewell-Gebiet in Queensland in Australien leben die. Und die sind untersucht worden von Anthropologen in den 90er Jahren. Und die haben herausgefunden, dass die einen Orientierungssinn haben, der vergleichbar ist mit so einem inneren GPS. Die können sich immer einnorden, und zwar mit einer Abweichung von etwa 14 Grad auf 350 Kilometer. Also eine Fähigkeit, von der jeder Pfadfinder träumen würde. Kompass immer dabei. Immer den inneren Kompass dabei. Und die haben die sozusagen in dunkle Räume gesetzt und um sich selber gedreht und haben gesagt, wo ist Norden, also deren Äquivalent von Norden, und die können sagen, da ist Norden. Oder sind durch die Wüste gefahren, sternlose Nacht, und die konnten sich immer einnorden. Und jetzt ist es so, dass die Sprache von denen nur ein absolutes Koordinatensystem hat. Also die kennen nur für Orientierung Norden, Süden, Osten, Westen, also entsprechende Ausdrücke dafür, während wir uns oft intrinsisch motivieren. Wir sagen sowas wie, geh mal links rum, geh mal rechts rum, also an unserer eigenen Körpermitte orientiert oder an relativen Bezugspunkten in der Natur. Wir sagen sowas bei der Kirche rechts, ne? Oder geh mal bis zum Markt da hinten rüber. Und jetzt könnte man denken, oh, die Sprache führt dazu, dass sie das können. Ja, weil die Sprache kennt ja nur Norden, Süden, Westen, Osten, führt dazu, dass sie es können. Und
diese Korrelation gibt es. Man kann Leute mit einer Sprache dazu bringen, also durch äußere Zwänge dazu bringen, eine Fähigkeit zu entwickeln. Nur kann man zeigen, diese Fähigkeit kann man auch so entwickeln. Es gibt eine andere Untersuchung in Mexiko. Da gibt es zwei Völker, die heißen Zeltal und Zotil. Das ist jetzt kein Witz. Sondern die leben beide am selben Berghang nebeneinander. Die eine haben ein absolutes Koordinatensystem und können sich genauso absolut orientieren. Mhm. Die anderen haben eine Sprache, die wie unsere Sprache mehrere Orientierungen vorliegt, können sich aber auch perfekt orientieren. Okay. Weil die einfach in deren Umwelt ist es unglaublich wichtig zu wissen, was ist unterhalb des Hanges und was ist oberhalb des Hanges. Und deshalb lernen die das von klein auf. Und das hat man auch bei den Guguyimidi herausgefunden. Sobald die in einem anderen Gebiet sind, die sind dann mit dem Flugzeug mal nach Melbourne geflogen. Und plötzlich konnten die sich da nicht mehr orientieren, weil sie nicht mehr diese feinen Justierungen hatten und sich nicht mehr so gut in der Welt zurechtfinden können. Also wenn man auf den ersten Blick wirkt es so, als sei es die Sprache gewesen. Auf den zweiten Blick muss man sagen, naja, die Sprache war vielleicht indirekt der Weg, durch den sie zu diesen Fähigkeiten gekommen sind. Aber die Fähigkeiten kann man auch so entwickeln. Aber es ist eher die Lebensform als die Sprache. Ja. Peter Bieri, ein Schweizer Philosoph und Literat, hat mal einen Aufsatz geschrieben über Bildung und schreibt darin, wer sein begriffliches Repertoire erweitert, kann, Zitat, nuancierter über sein Erleben reden und das wiederum ermöglicht ihm, differenzierter zu empfinden. Also ähnlich wie diese Eskimo-These. Ich finde das aber plausibel, wenn wir auf Gefühle unser Innerleben schauen, oder? Also, aber auch, wenn ich zum Beispiel in der Musik so einen Ausdruck wie Dominant-Sept-Akkord lerne, dann werde ich in Zukunft doch viel aufmerksamer sein, was dieses Phänomen betrifft, diesen Akkord. Genau, das ist sehr gut belegt und das würde ich sagen, sind die beiden empirischen Ergebnisse, die man daraus ziehen kann. Ich würde das jetzt nicht mehr linguistische Relativitätsthese oder Neo-Worfianismus nennen, aber man kann sagen, durch sprachliche Kategorien kann man die Aufmerksamkeit schulen. Das kann man besonders bei der Wahrnehmung zeigen. Also Weinkenner, wenn die die richtigen Begriffe haben, können die plötzlich da Geschmacksnuancen entdecken, die man als Laie nicht entdeckt. Wenn man sich mit Musik auskennt, kann man plötzlich Sachen raushören, die man vorher nicht raushören konnte. Das Innenleben ist ein gutes Beispiel dafür. Also Aufmerksamkeit, dafür sensibilisiert uns manchmal die Sprache, indem wir die feineren Begriffe bilden, können wir auch die Aufmerksamkeit feiner justieren. Und das Zweite ist die Erinnerungsfähigkeit. Das sind diese Farbexperimente. Also Menschen können ungefähr 1 Million Farben unterscheiden, wenn man die jetzt hier ausbreitet. Man kann 2 Farbtafeln hinhalten und kann sagen, ja, das ist noch ein bisschen heller, das ist noch ein bisschen dunkler, das Rot. Mhm. Aber wenn ich sage, hier, schau mal, dieses Rot, dreh dich mal um und versuch das wieder zu entdecken zwischen ganz vielen anderen Rotpaletten. Das fällt uns extrem schwer. Da können wir vielleicht hellrot und dunkelrot noch unterscheiden. Das heißt, unsere Unterscheidungsfähigkeit ist feiner als unsere Erinnerungsfähigkeit an die Farbkategorien. Und da kann man zeigen, Menschen, die sich mit Farben beschäftigen, entweder durch ihre Muttersprache oder einfach auch durch ihren Beruf, sagen wir mal, die sind in der Modebranche, die können dann plötzlich, sagen wir mal, ein Lachsfarbenes von einem Altrosa unterscheiden. Aber der Laie, für den ist das nur irgendwie rosa. Mhm. Und jemand, der noch nicht mal rosa gelernt hat, für den ist das vielleicht rot. Ja, und so kann man auch diese Experimente zum Beispiel mit den russischen Sprechern gut erklären. Wenn da eine Unterscheidung gemacht werden muss, sprachlich zwischen Grün und Blau, dann ist es auch leichter für die, diesen Unterschied schneller zu erkennen und sich den Unterschied auch zu merken, den zu kategorisieren. Aber das heißt nicht, dass man es nicht auch so lernen kann. Mhm. Gibt es Sprachen, die näher an der Realität dran sind als andere? Halte ich für extrem unwahrscheinlich. Also wenn Chomsky recht hat, dann sind alle Sprachen ungefähr gleich komplex. Man kann natürlich mehr Wörter oder weniger Wörter lernen. Ja? Einige Menschen haben einen großen Wortschatz, andere haben einen kleinen. Aber sagen wir mal, von der Struktur und den Grundprinzipien sind alle alle Sprachen gleich komplex. Und dadurch kann man auch nicht sagen, dass Sprachen irgendwie näher an der Wirklichkeit dran sind. Man könnte auch philosophisch sagen, es ist ohnehin ein bisschen fragwürdige Metapher, weil die Sprache ist das Mittel, um die Welt zu repräsentieren. Ja, also nicht direkt abzubilden, aber eine Repräsentation zu bilden, sondern eine Art Modell der Welt zu bilden. Mhm. Ist auf jeden Fall, dafür ist Sprache sozusagen eine Funktion, die Sprache hat. Und es ist nicht so, dass man mit der Sprache an die Dinge rankommt. Es gibt in der Romantik und bei Nietzsche findet man dann so Formulierungen, die so diese Idee haben, dass man irgendwie immer weg ist von den Dingen und man will an die Dinge irgendwie näher rankommen. Und vielleicht gibt es dann nicht sprachliche Wege, um irgendwie näher ranzukommen. Mhm. Über die Wahrnehmung hat man vielleicht noch einen besseren Zugang zur Wirklichkeit. Mhm. Ich glaube, das ist, Wittgenstein würde sagen, das ist ein Sprachbild selbst, das einen gefangen hält, eine falsche Metapher. Die Zugang zur Realität. Genau, die von Realität ausgeht, als sei das etwas, wo man einen Zugang hat im Sinne von näher oder weiter weg sein. Mhm.
Aber wenn man sich so ein bisschen unsere natürliche Sprache, unsere Alltagssprache anschaut, dann gibt es viele Ungenauigkeiten, Doppeldeutigkeiten. Und in der Philosophie gab es ja diese Bewegung hin zu einer idealen Sprache, mit der man dann die Realität genauer treffen kann. Und sozusagen die Sprache der Natur zu finden. In den Wissenschaften ist es vielleicht die Mathematik. Ja. Deswegen habe ich schon den Eindruck, nicht jede Sprache ist gleich differenziert, könnte man vielleicht sagen. Und je differenzierter, desto mehr sieht man von der Welt. Wäre das eine... Wenn man es so ausdrückt, dann kommt man wieder in diese Richtung. Wenn man feinere Begriffe hat, kann man mehrere Unterschiede wahrnehmen. Aber grundsätzlich muss man sagen, unsere Sprache ist immer ein, könnte sagen, diskontinuierliches Mittel, um etwas Kontinuierliches zu beschreiben. Also die Welt ist unglaublich reichhaltig und gefüllt. Sozusagen, sie ist maximal ontisch-dicht, würden Philosophen sagen. Also viele feine Unterscheidungen und wir schneiden mit Wörtern, sagen wir so, ich sage jetzt einfach, das ist ein Tisch und habe jetzt ein unglaublich komplexes Molekülgebilde einfach mit einem Wort sozusagen vereinfacht. Und in der Weise ist Sprache immer eine Vereinfachung, weil wir nie rankommen an die detaillierte Beschreibung der Welt, dafür haben wir gar keine Zeit. Und auch nicht an dieses Individuum, an diesen Einzelfall Tisch, weil das Wort Tisch gilt ja für alle anderen Tische natürlich auch. Und deswegen, also Sie haben Nietzsche genannt, der hat ja, es gab diese Zweifel an der Sprache im 19., 20. Jahrhundert, dass die Sprache uns irgendwie diesen Zugang zur Realität verstellt, durch Metaphern, durch Vorurteile, die mittransportiert werden, aber auch durch diese Allgemeinheit, dass einem der Einzelfall immer untergeht in der Sprache. Ja, glaube ich nicht, weil man ganz einfach sagen kann, dieser Tisch, ja, wir haben Demonstrativpronomen, damit verwenden, also die Beobachtung ist erstmal richtig, wir haben Begriffe und Begriffe sind, könnte man sagen, Kategorien, Schubladen. Wenn ich sage Tisch, diesen Begriff in meinem Kopf habe, dazu habe ich auch das Wort Tisch, muss gar nicht das deutsche Wort sein, könnte auch Table sagen. Also ich habe eine mentale Kategorie, das ist wie eine Schublade, da gehören jetzt alle Tische rein. Ja, und Tisch kann ich verwenden, um auf jeden einzelnen Tisch einen Bezug zu nehmen und dann scheine ich jetzt die Individualität dieses Tisches irgendwie zu negieren, wenn ich das Ding hier Tisch nenne, weil das ist doch dieser eine Tisch, der an diesen Raumzeitstellen ist. Es gibt auch so viele andere. Ich nehme dem die Individualität. Aber wenn ich über dieses Einzelding sprechen will, dann mache ich genau das. Ich zeige mit dem Finger rauf und sage, dieser Tisch. Oder ich sage, der einzige Tisch, der in diesem Studio steht. Also es gibt sprachliche Mittel, um auf Einzeldinge Bezug zu nehmen. Und man nimmt den Einzeldingen nicht ihre Individualität, nur weil man sie in eine größere Gruppe packt. Also wenn man sagt, ich bin ein Mann, nimmt man mir nicht meine Individualität, nur weil man nämlich eine sehr, sehr große Gruppe, wo 3 Milliarden andere Individuen drin sind. Aber man hat den Eindruck, bei jeder Beschreibung des Tisches fehlt etwas. Oder wenn ich sage, der ist braun, dann komme ich nicht dran. Der ist so und so, hat diese Maserung und so. Dann hat man das Problem. Großes Thema in der Romantik. Ja, ich glaube, das ist der Mythos der Unausdrückbarkeit des Individuellen. Das ist diese Vorstellung, es gibt das Individuelle, die Einzeldinge. Und die können wir sprachlich nicht erschöpfen. Die sind unerschöpflich. Der Tisch hat doch so viele einzelne Moleküle und ist doch so in seiner Individualität so reichhaltig, ich komme da nicht dran. Das ist wieder die gleiche Metapher an diese Vorstellung, man müsste an die Dinge rankommen, manchmal sogar diese Idee, man müsste sie sogar dadurch erschaffen, dadurch, dass man darüber spricht. Das ist ein falsches Bild über die Funktion von Sprache. Wenn ich ein Modell habe für etwas, ist das Modell nicht die Sache selbst. Wenn ich sage, ich spreche über diesen Tisch, ist das Wort Tisch oder die Beschreibung Tisch nicht der Tisch selber. Ich muss den nicht in seiner Ganzheit erfassen, sondern ich muss ein Individuum in einer Kategorie herausgreifen. Kommen wir wieder mal ein bisschen zurück vom Philosophischen weg in den Alltag. Wenn wir anschauen, wie wir heute kommunizieren, ist das oft auf dem Handy, digital, per Mail. Und da ist seit einigen Jahren gibt's ein Phänomen, dass immer mehr Bilder auch verwendet werden, Zeichen, Gesichter, sogenannte Emojis. Sie sind überall, begleiten uns zur Arbeit, in die Pause und in die Freizeit. Die kleinen Bildzeichen haben Einzug gehalten in unseren Alltag, ob wir wollen oder nicht. Mehrere Milliarden Stück werden pro Tag verschickt. Ein Ausdruck unserer Zeit. Friedensnobelpreisträger kommunizieren genauso mit ihnen wie Sportstars. Sogar die eher konservative BBC berichtet über das Königshaus gerne mal mit Emojis. Good afternoon and welcome to BBC News. Und der Ritterschlag geht weiter. Legendäres von Shakespeare oder das meistverkaufte Buch der Welt, die Bibel. Allesamt mit Emojis durchsetzt. Ja, warum können diese Emojis so eine Erfolgsgeschichte feiern?
Ich glaube, die Erfolgsgeschichte der Emojis hängt direkt zusammen mit der schriftlichen Kommunikation. In der mündlichen Kommunikation nutze ich alle Informationen von meinem Gegenüber, die ich habe, und nutze auch oft Gestik und Mimik und kann so zum Beispiel Ironie oder Humor sehr gut erkennen. In der schriftlichen Kommunikation geht das nicht so gut. Ich kann was schreiben und es könnte vielleicht lustig, ironisch gemeint sein, aber es ist irgendwie semantisch unterbestimmt, kann man sagen. Manchmal weiß man das nicht so genau. Und um sicher zu gehen, haben die Leute irgendwann angefangen, bei der schriftlichen Kommunikation Humormarker zu setzen. Das ist die Erfolgsgeschichte des Smileys. Und der Smiley hat den Anfang gemacht und dann fing man an, weil man sich gesagt hat, naja, viele emotionale oder inhaltliche Phänomene kann ich doch ganz gut und schnell mit einem Zeichen ausdrücken, ohne dass ich da viele Worte verlieren muss. Also ich könnte sagen, Mensch, ich bin gut gelaunt, aber ich kann auch einen kleinen smilenden Emoji setzen. Ich kann sagen, ich bin wütend, aber ich kann auch einfach einen kleinen wütenden Emoji setzen. Es vereinfacht vor allen Dingen den Ausdruck von Gefühlen, aber es erhilft vor allen Dingen die Kommunikation, sozusagen das ganze Kontextwissen, was wir normalerweise in der mündlichen Kommunikation haben, zu ersetzen oder beizusteuern. Mhm. Braucht man dann weniger Interpretation bei Gesichtern, bei Mimik? Ist das etwas, das universell verständlich ist? Man braucht Interpretation immer, aber natürlich ist es so, dass bestimmte Mimik und Gestik universell ist, weil wir einfach bestimmte Gesichtsausdrücke haben. Also Freundlichkeit wird immer gleich ausgedrückt, das ist auch angeboren, ist auch in allen Kulturen gleich. Also Lächeln, Wut, ne, bestimmte Grundemotionen zeigen sich im Gesichtsausdruck immer gleich. Das ist ja auch der Grund, warum das weltweit funktionieren kann. Ne? Einige Emojis sind so kulturspezifisch, die verwenden wir auch falsch. Die kommen dann aus Korea, haben dann eine ganz andere Bedeutung als hier. Aber viele sind einfach universell, weil der Gesichtsausdruck universell ist. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, dann können wir sagen, dass wir wahrscheinlich vermehrt mit künstlichen Systemen kommunizieren werden, mit sogenannten Sprachassistenten, so etwas wie Siri zum Beispiel. Und wir schauen uns dazu noch mal einen kurzen Beitrag an. Play the morning playlist. Okay, playing morning playlist. Alexa, what do you do? Die IT-Industrie arbeitet daran, künstliche Intelligenz alltagstauglich zu machen. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa, just sent a reminder that she's picking you up in half an hour. Bei Google in Zürich entwickeln der Bioinformatiker Behshad Behzadi und sein Team ein intelligentes System für Smartphones, genannt Assistant. Und das soll weit mehr können, als eine bisherige Google-Suche kann. Der größte Unterschied liegt darin, dass heute eine sehr natürliche Konversation möglich ist. Man kann mit dem Assistent genauso sprechen wie mit einem Menschen. Wenn ich zum Beispiel erfahren möchte, wie das Wetter morgen wird, ob es regnen wird oder so, dann muss ich nur fragen. Hey, do I need an umbrella tomorrow? No, rain is not expected tomorrow in Zurich. The forecast is 15 degrees Celsius and sunny. Ja, werde ich in Zukunft mit Siri oder ähnlichen Systemen genauso sprechen können wie mit Ihnen jetzt? Also man hat die Suggestion bei diesen Spracherkennungssystemen ist ja immer, dass die irgendwann Sprache verstehen können und intelligent sind. Ne? Und das ist selber wiederum Framing, wie wir am Anfang besprochen haben, diese Darstellung, dass Maschinen intelligent sind, so wie Menschen intelligent sind. Man muss sich erstmal klar machen, die verstehen natürlich überhaupt keine Sprache. Sind aber mittlerweile so gut programmiert, dass man das von außen nicht mehr richtig merkt. Also sie sind so gut programmiert, dass es einem nicht mehr auffällt. So als ob sie verstehen. Genau, ne? Also es ist eine sehr gute Simulation, aber wenn man jetzt das philosophisch betrachtet, wenn ich etwas simuliere, es gibt ja auch mittlerweile Stofftiere, die bewegen sich und verhalten sich wie richtige Tiere, dann ist mir aber klar, nur weil der Hund sich so verhält, als sei er freudig, ist er nicht wirklich freudig, weil es einfach ein Roboter ist. Genauso nur weil Siri Worte an mich richtet, okay, sind das keine Äußerungen oder keine Aufforderungen oder keine Behauptungen. Also sie spricht nicht buchstäblich mit mir. Aber es gibt keine prinzipielle Grenze. Also es kann irgendwann sein, dass ich bei einem Sprachassistenten nicht mehr merke, ob da ein Mensch dahinter ist oder eine Maschine. Das hat man schon in den 60er Jahren bewiesen. Es gibt ein berühmtes Programm, das heißt Eliza, das hat Joseph Weizenbaum gebaut. Das sagt, hat immer nur, es war so eine Art Sprachbot, das hat immer nur gesagt, erzähl mir mehr davon. Das ist ja interessant, erzähl mir mehr davon. Und wenn Sie dann gesagt haben, ja, ich habe ein bisschen Probleme zu Hause, ach, zu Hause ist es schlimm, erzähl mir mehr davon. Und da eine Mehrzahl der Personen, die mit diesem 60er Jahre, also wirklich einfachste Computertechnologie, interagiert hat mit diesem System, hatte schon den Eindruck, da hört mir einer zu, das ist einer, der mal wirklich mich ernst nimmt.
Also sie hatten ganz schnell den Eindruck, das ist ein Mensch, der dahinter steckt. Das heißt, wir Menschen haben ohnehin diese Neigung, alles zu vermenschlichen. Zimmerpflanzen, Stofftiere, Haustiere. Sobald etwas einigermaßen sich wie ein Mensch verhält, denken wir, das ist ein denkender Mensch. Deshalb funktionieren diese Maschinen so gut, aber das heißt nicht, dass sie uns wirklich verstehen. Aber braucht es, um diese Sprachkompetenz zu haben, nicht auch sehr viel Wissen oder angebliches Wissen, also Weltwissen über die Welt? Wo wir das diskutiert haben mit meiner Tochter, die jetzt gerade die Sprache lernt. Die lernt nicht nur die Sprache, sondern eben auch die Welt. Genau, das wäre die These, die Kritik, die immer geäußert wird, ist zu sagen, naja, die können wirklich nicht Sprache verstehen. Aber wenn ich denen jetzt genug Informationen über die Welt gebe, die wir auch haben, dann würden sie uns schon verstehen. Mhm. Also die Informationen haben sie erstmal schon mal nicht. Aber natürlich könnte man sagen, jetzt programmiere ich die so, dass die bei Google da alles auf alle Informationen Zugriff haben. Aber dieses Verständnis, wie man wirklich mit der Welt interagiert, dass man sich gemeinsam auf Dinge bezieht, was viele Philosophen, Davidson, die wir schon genannt haben, nennt das Triangulation, also diese gemeinsame Referenz, dass zwei Sprecher sich auf ein Objekt beziehen und das bezeichnen und darüber reden. Mhm. Das ist zum Beispiel bei solchen Maschinen gar nicht vorhanden. Mhm. Ganz zum Schluss noch, wenn die Sprache so etwas ist wie ein Schlüssel zum Verständnis des Menschen, was ist das Wichtigste, was wir lernen, wenn wir die Sprache des Menschen betrachten? Oh, das ist eine schwierige Frage. Wir können unabhängig von unserer direkten Umwelt über alles nachdenken. Das ist das, was den Menschen besonders macht. Wir können über Fernes, Zukünftiges, Vergangenes, Mögliches, Unmögliches, Fantastisches nachdenken. Und das ist etwas, was uns Menschen von Tieren unterscheidet, weil die Tiere sind an die Situationen in ihrem Alltag direkt gebunden und wir können ja, mit unseren Gedanken oder mit unseren sprachlichen Kategorien überall hin. Sprache ermöglicht uns Distanz. Vielen Dank, Herr Hübel, für dieses Gespräch. Ja, nächste Woche begrüßt Sie Barbara Bleisch bereits um 10 Uhr, und zwar aus Irland. In einer zweistündigen Sendung spricht sie unter anderem mit einer Druidin, mit Martin Aliot und mit dem Bestseller-Autor Colm Tobin über die Kelten, über Religion und darüber, wie es in Irland nach dem Brexit weitergeht. Jetzt gleich sehen Sie in der Sternstunde Kunst ein Porträt über Sonita, eine junge Afghanin, die mit Rapgesang gegen ihre Zwangsheirat protestierte und damit die YouTube-Gemeinde begeisterte. Vor dem Film gibt es aber noch einen kleinen Denkanstoß für den Fall, dass Sie noch etwas zu erledigen haben. Nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.